Guten Morgen Welt, hier bei Manulash und einem Let's Collecting mit und von Sly Cooper im mittelalterlichen England. Wir dürfen uns 11 Sly-Masken annehmen unter Hilfe von Sir Gareth Cooper. Und Bentley wird auch seinen Teil dazu geben. Dazu später in der Fotostrecke noch mehr Erklärungen. Aber jetzt erstmal ein entspanntes Durchatmen. Ferien, Leute. Ferien. Pfingstferien. Wunderbar. Aber das sind die letzten Ferien. Und die sollten jetzt eigentlich mit Lernen ausgefüllt sein. Danach die Abi-Prüfung sollte man natürlich ein bisschen was lernen. Ne? Erste Woche, wie gesagt, da erstmal Deutsch, Mathe, Physik und Englisch. Und ich hoffe natürlich, dass wir da jetzt weiterhin gute Aufnahmen bringen können. Also Sly Cooper wird natürlich jetzt dann hoffentlich endlich mal nach Stunden der Wahrheit fertig gebracht. Und natürlich weiterhin Ratchet & Clank, Jack und Dexter am Start. Ich werde natürlich jetzt dann, ich hoffe natürlich, dass wir da jetzt möglichst weit Let's Playen, dass wir da jetzt dann viele Aufnahmen haben, um da irgendwie die 2 Wochen nur umzubringen. Danach, wie gesagt, ist Free Time, danach können wir uns, keine Ahnung, 10 Parts am Tag, naja, okay, 2,5 Parts am Tag da leisten, das ist dann kein Problem. Da ist dann Open End, da haben wir sozusagen, da haben wir ganz viel Freilauf bekommen. Aber vorher, da sollte es dann schon, ja, sollte man schon ein bisschen lernen, würde ich mal sagen. Außer heute, da haben wir gleich mal einen FIFA-Tag reingelegt. Jetzt ist ja schon 20 Uhr am Abend hier, wo ich das ganze Ding aufnehme. Und haben einen schönen Fußballnachmittag gehabt. Wenn ihr wollt, da war auch ein ganz spannendes Gameplay dabei. Kann man hochladen. Jetzt sind wir hier schon bei Sly Cooper, also bei Sir Gareth Cooper. Wenn ihr den Hügel, diesen Drachenhöhle da besteigen wollt, gleich am Anfang, wenn ihr in die Höhle kommt, rechts rein, rechts runter, beziehungsweise dann habt ihr es schon. Bei Bentley, hier, beim Schwarzen Ritter, in der Schmiede, einfach diese Barriere durchbrechen, durchbomben und dann könnt ihr auch nochmal in Part 29 nachgucken. Da ist es auch nochmal. Hier, zweite Hacking-Station, rüberspringen, Kiste zerbomben, fertig das Ganze. Da habt ihr schon die nächste Maske, das, wie gesagt, waren die 3 Masken, die mehr oder weniger irgendwie da defekt irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir schon die Hälfte der Zeit, jetzt beginnt die Hacking-Sequenz wieder. Ich hoffe natürlich, dass ich euch jetzt da noch gut unterhalten kann. Und dranbleiben natürlich, wenn nicht, glaube ich, so Minute 5, na, ein bisschen später sogar, 5,5 sowas. Bisschen so um den Dreh rum halt, ne? Da ist dann das ganze Portal, also da ist dann die Zweigstation und die Maske dann. Aber wie gesagt, es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn man dann noch hinguckt, denn wo die Station dann ist, das ist natürlich nicht so ganz ersichtlich dann. Aber das werdet ihr, glaube ich, schon wissen, daran, da traue ich euch schon einiges zu. Ansonsten, wie gesagt, die 2 Let's Play Projekte bleiben ja noch offen oder sind ja offen und werden, denke ich, eigentlich schon wirklich durchgemacht. Also das ist, glaube ich, kein Ding. Und dann im Juli gibt es dann ein bisschen Arbeit in der Kantine, Ferienjob angenommen, super Sache. Dann der Umzug, beziehungsweise währenddessen der Umzug. Und dann, also wie gesagt, da werden ein paar Videos wahrscheinlich eher, also ein paar Tage kommen ohne Videos, das werden wir verkraften. Und dann geht's dann, oder kann es dann losgehen, auch mit ein paar neuen Spielen. Also sind wir ja offen für jeden und alles, also nicht für jeden und alles, aber fürs meiste. Und dann schauen wir einfach mal, wie es so weitergeht, wie mein Physiklehrer immer sagte, jetzt machen wir erstmal gar nichts, dann schauen wir mal und dann sehen wir schon. Und so geht's eigentlich relativ flockig zur letzten Slime-Maske. Schön alles durch hier. Schon auf Stufe 8. Dann geht es natürlich ganz einfach. Stufe 9. Das bloß nicht erwischen lassen vom Laser. Diese Passage war auch relativ schnell. Also da wurde man auch schnell vorangetrieben und musste man natürlich schon eine hohe Stufe haben, um überhaupt da durchzukommen. Oder Bomben, auch nicht schlecht. Ja, sonst haben wir das Thema jetzt hier auch schon durch. Wie gesagt, ich werde jetzt auch noch mal ein Video machen zu ein paar Trophäen. Das war ja auch schon seit 10 Videos. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit den letzten Sekunden, nein, mit der letzten Minute dieses Games.
dieses Gameplays. Ich hoffe natürlich, dass es euch weiterhin sehr geholfen hat, wo denn genau die Slime-Massen sind und dass ihr auch alle 100% erreichen werdet. Also wie gesagt, wir haben schon England und alles mögliche andere. Wir haben das feudale Japan, wir haben den Wilden Westen und auch das Gungatal schon mit Schätzen, Masken und Hinweisen absolviert. Bei mir steht jetzt zwar schon überall 100%, lasst, oder fast überall, aber lasst euch davon nicht beirren. Das ist irgendwie alles so quer durcheinander aufgenommen worden von mir und daher ist es ein bisschen nicht systematisch. Ansonsten werden wir jetzt noch Paris haben, den Epilog und den Prolog nicht zu vergessen. Da gab es auch schon zwei Masken im Prolog und im Epilog gibt es glaube ich sogar 5 Masken, wenn ich jetzt das jetzt richtig im Kopf gerechnet habe. Hier müsst ihr einfach nach unten und wie beim letzten Mal auch keine sonstigen Gegner in diesem letzten Bereich. Könnt ihr einfach durchschwirren, ein paar Sterne mit einsammeln, die werdet ihr für eine Highscore eventuell sogar brauchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt eins der war, wo man das auf jeden Fall braucht. Wie gesagt, wenn man diese Monster abschießt, diese Viren da, dann ist es ja, kriegt man auch immer wieder Punkte. Ansonsten sage ich wieder mal Dankeschön. Wie gesagt, jetzt kommt noch ein FIFA-Video, Jack und Dexter. Und ich schätze mal, ich mache morgen dann am Samstag noch ein bisschen Ratchet und Clank und dann können wir dann eine schöne Woche damit verbringen. Ich sage auf jeden Fall Danke. Ciao Freunde, habe die Ehre und guten Abend Welt. Ciao.